Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und heute backen wir leckere, zarte Kurkuma-Baguettes. Ich starte mit einem Vorteig, das gibt uns den vollen Geschmack rein. Die Baguettes bleiben länger frisch und sind aromatischer. Ich brauche dazu 160 Gramm Wasser, 160 Gramm Weißmehl Typ 550, klassisches Weißmehl. Natürlich Kurkuma, unser Gewürz, wird auch als Heilmittel angepriesen und ist sehr gut fürs Immunsystem. Ist sehr intensiv im Geschmack, darum nehmen wir hier nur 5 Gramm und 5 Gramm Weizen Grundsauer Anstellgut. Falls du keinen Sauerteig hast, dann kannst du auch Hefe nehmen, davon einfach 0,5 Gramm. Jetzt ist die Frage, wie mache ich 0,5 Gramm? Meine Waage beginnt bei 1 Gramm. Dann einfach eine Grammkugel abwiegen, halbieren und du hast 0,5 Gramm. Wasser in ein hohes Gefäß rein. Kurkuma dazugeben. Den Grundsauer in meinem Fall. Wenn du Hefe verwendest, hier die Hefe nehmen. Dazugeben, alles einmal so ein bisschen aufschlemmen. Guck mal, wie intensiv, dass sich da das Wasser schon färbt. Sieht richtig cool aus. Alles durchmischen. Bei diesem Vorteig ist es vorteilhaft, wenn er sich in die Höhe entwickeln kann. Dann siehst du es auch schön, wie der Blasen wirft. Den decke ich mir jetzt zu und lasse den 24 Stunden so in der Küche stehen. Der Vorteig ist entwickelt. Wunderbare Farbe, so ein senfiges Gelb, wunderschön. Für den Hauptteig brauche ich jetzt noch 390 Gramm Weizenmehl Typ 550, 200 Gramm Wasser, 10 Gramm Salz, 12 Gramm Hefe und 15 Gramm Honig. Wenn du dich jetzt fragst, was das für ein Honig ist, komische Farbe, das ist übrigens ein cremig gerührter Bienenhonig von uns, von der Region. Mein ehemaliger Feuerwehrkommandant ist Imker und der hat super leckeren Honig und wirklich tolle Produkte. Heute knete ich in der Ankers rum, Wasser in die Küchenmaschine. Den Vorteig dazugeben. Und alle weiteren Zutaten. Küchenmaschine starten und zu einem Teig kneten. So, Teig sieht fertig geknetet aus. Hier in der Ankers rum ist natürlich ganz eine andere Knettechnik als konventionell mit dem Knethaken. Teig zu einer Kugel formen, beginnen auseinanderzuziehen, Fenstertest. Geht auch in der Ankers rum natürlich. Den kann ich mir jetzt schön ziehen, bis er schön dünn ist und ich fast durchsehen kann. Nehme ich ein Teigbecken, ausfetten mit neutralem Öl. Teig rausnehmen. Super cooler Teig, wunderbare Farbe. Mit einem Teigtuch zudecken und für 60 bis 90 Minuten aufgehen lassen. Nach der Hälfte der Aufgehzeit stretchen und falten. Feuchte Finger machen, in die Mitte reinziehen von allen Seiten. Das gibt dem Teig neue Power. Er läuft nicht so schnell in die Breite. Und Kurkuma generell schmeckt ähnlich wie Ingwer, ist aber bitterer. Darum habe ich hier auch noch etwas Honig drin, damit ich den bitteren Geschmack etwas brechen kann. Wieder zudecken und aufgehen lassen. Der Teig ist ready zum Formen, etwas Mehl auf den Tisch geben, Teig rausnehmen. Toll aufgegangen.
Hier teile ich mir gleich drei gleichmäßige Stücke ein. Kannst du über die Waage machen oder auch Augenmaß. Dann im ersten Schritt eine Kugel formen, durchs Mehl durchziehen, dann Mehl weg, ein bisschen entspannen lassen, zweites Teigstück nehmen. Es ist so ein Schleifen durchs Mehl, durch das gibt es eine schöne Oberfläche. Es gibt auch ein schönes Gefühl für den Teig. Dann Mehl weg und rund aufwirken. Dann nehme ich wieder das erste Teigstück und jetzt gehe ich so nach hinten mit der Hand. Dann wird es automatisch ein bisschen lang. Flach drücken und so mit den Fingerspitzen aufrollen. Und mit den Handballen in die Länge rollen. Handballen oder es geht auch mit dem Daumen. Dann kann ich es unten perfekt schön verschließen und bekomme eine schöne Form. Wenn ich es zuerst rund mache, dann kann ich sie straffer aufformen und so für Anfänger, sage ich mal, geht das viel einfacher als direkt gleich in eine lange Form zu wirken. Dann nochmal nehmen und jetzt gehe ich einfach hier mit den Fingern noch ziemlich extrem in die Spitze raus. Hier habe ich ein Teigtuch, Baguette oben drauf, dann einfach hier ein bisschen ziehen, dann schiebt es die schön zusammen. Die gebe ich mir jetzt noch für 30 bis 40 Minuten in den Kühlschrank. In dieser Zeit können sie schön aufgehen. Der Teig wird aber auch schön kalt und dann kann ich es perfekt einschneiden. In der Zwischenzeit den Ofen auf 230 Grad vorheizen. Baguettes zum Kühlschrank rausnehmen. Dann einmal am Teigtuch ziehen. Die sind jetzt schön luftig. Einmal ablösen, nicht dass die kleben. Und jetzt werden die eingeschnitten. Scharfes Messer, Klinge nicht senkrecht halten, sondern ablegen. Und die schneide ich jetzt so darüber. Ich schaue, dass mein Schnitt parallel zueinander steht und ich lange Schnitte habe. Ansetzen und zweimal einschneiden. Und die sollten jetzt hier auf gleicher Höhe sein und am besten gleich lang. Nicht so einschneiden, es wirkt viel eleganter, wenn die länglich eingeschnitten sind. Dann brauche ich meinen Schießer, Mehl darauf, Baguettes absetzen, ein bisschen versetzt am besten und ab in den Ofen damit. Backe ich mir auf den Pizzabackstein, abschieben. Wasser aufgießen, damit Dampf entsteht. Wenn du noch mehr Dampf entwickeln willst, kannst du auch einen Wassersprüher nehmen und hier richtig kräftig reinsprühen. Ofen schließen und erstmal für 20 Minuten bei 230 Grad Ober-Unterhitze backen. So, guck dir diese coolen Baguettes an. Zwar ein bisschen blind hier, hätte ich mir ein bisschen schöner erwartet, aber kann nicht immer perfekt sein. Wichtig ist, dass wir jetzt das Wasser entfernen. Türe schließen, Temperatur auf 190 Grad reduzieren und noch 10 Minuten knusprig ausbacken. So, raus mit den hübschen Dingern. Schiebe ich mir gleich auf ein Gitter. Damit jetzt noch ein bisschen mehr glänzen, kurz einmal mit dem Wassersprüher darüber gehen. Nicht zu viel, sonst werden die wieder weich und schwammig. Das wollen wir nicht. Wir wollen einfach einen schönen Glanz. Cooles Baguette, die coole Farbe durchdrückt. Richtig schön. Jetzt erstmal auskühlen lassen und dann wird angeschnitten. Beißen wir rein, breche ich mir gleich auseinander. Guck dir mal diese luftige Krume an. Schon zum Anfassen. Super, super weich, wattig, wunderbar und dann diese schöne Farbe, sieht richtig cool aus. Duftet auch so, der Kurkuma kommt schön durch.
Lecker, saftiges Baguette, das dir auch lange frisch bleibt. Knusprige Kruste durch den Poulisch, den wir uns gemacht haben. Poulisch ist der Vorteig. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Gleich die Glocke aktivieren, da wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.